Vocal Chain der Woche. Heute moderne Distortion Vocals. Los geht's. Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist, auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Die Lead Vocals zu verzerren ist nichts Neues, das gibt es gerade im Rock, Hard Rock Bereich schon seit Ewigkeiten. Die Idee dahinter ist im Prinzip, dass du die Hauptstimme, hier zum Beispiel diese Waveform hier oder diese Region hier einfach kopierst, dann die Kopie sehr stark verzerrst oder mit Kompression bearbeitest, Stichwort Parallel Compression, um ihr so mehr Power, mehr Dynamik und mehr Druck zu verleihen. Früher ist eher versucht worden, diese Parallelbearbeitungen ein bisschen zu verstecken, weil es ja eigentlich ein bisschen Schummeln ist, die Stimme größer darzustellen, als sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Was aktuell modernes ist, diese Effekte und gerade auch diesen Distortion-Effekt oder diesen Verzerreffekt sehr deutlich darzustellen, sodass es sehr auffällig ist und dass der Zuhörer sofort hört, okay, hier ist die Stimme stark mit Effekten bearbeitet worden. Und das habe ich in diesem Beispiel einfach mal versucht. Also du hörst hier, dass die Stimme sehr stark nachbearbeitet worden ist und das hörst du sehr deutlich. Also ich habe gar nicht groß versucht, das zu verstecken. Schauen wir uns die Signalkette jetzt mal an. Ich schalte mal alles ab. Als erstes habe ich ein EQ eingesetzt und zwar von Logic selber. You belong to me and I belong, I belong, I belong to you and you are what you gotta be. Übliche EQ-Bearbeitung, Höhen etwas stärker angehoben als vielleicht normal, auch im 2K relativ stark angehoben und hier in den Höhen auch, um ihn schon mal ein bisschen spitzer zu machen, wie in modernen Pop-Produktionen üblich. Dann einfach Kompression, mein Lieblingskompressor hier. You belong to me and I belong, I belong, I belong to you and you are what you... Komprimiert relativ stark, weil er, das siehst du auch hier schon an den Waveformen, bei diesem R oder so, das singt er lauter. Das war jetzt einfach nur, um das Signal ein bisschen gleichmäßiger zu bekommen. Das nächste Plugin, das ich benutzt habe, ist ein Logic Internas, aber das ist ein Multi-Effekt-Plugin. Das gibt es auch in anderer Form. Und hier habe ich nicht alles benutzt. Also hier hast du Distortion, Modulation, Bass Enhancer, Kompression und verschiedene EQ-Filter. Was ich benutzt habe, ist nur Distortion und Modulation. Und die schalte ich jetzt auch mal zu. You belong to me and I belong, I belong, I belong to you and you are what you gotta be and that's enough. Ich habe hier die Distortion-Effekte benutzt, um das Signal schon mal anzuzerren oder vorzuzerren. Und hier diese Modulationssektion, um die Stimme breiter zu machen, also als Doubler. Ich habe hier auch als Typ Doubler gewählt. Ich kann es nochmal ein bisschen auffälliger hier einfach machen. You belong to me and I belong, I belong, I belong to you and you are what you gotta be. And that's enough, and that's enough, and that's enough for me. Also Ziel war hier, die Stimme schon mal leicht vorzuverzerren und breiter zu machen. Dann kommen wir zum nächsten Plugin, das ist ein Bitcrusher. Das ist ein digitaler Verzerrungseffekt und damit kannst du das Signal mehr oder weniger billiger klingen lassen. Normalerweise haben wir eine Sample Rate oder eine Auflösung von 24 Bit, kann ich hier mal einstellen. Und die kann ich hier schlechter machen. Und ich kann hier über den Drive noch ein Grundrauschen hinzufügen. Also ich mache das Signal oder du machst das Signal auf gut Deutsch mieser und verzerrst es weiter. Oh, what you gotta be, and that's enough, and that's enough, and that's enough for me. You belong to me, and I belong, and I belong to you, and you are what you gotta be, and that's enough. Okay, du hörst also, dass, ich habe es im Mix ein bisschen weit hochgefahren, das war sehr auffällig, aber dass das Signal einfach schlechter wird dadurch und dass es noch weiter angezerrt wird. Dann geht's weiter mit dem Echo, jetzt geht's hier wieder, das ist jetzt hier normales Mixing-Geschäft hier, einfach um Ambience zu geben. Oh, what you gotta be, that's enough, that's enough, that's enough for me. Normales Achtel-Echo, als nächstes einen etwas längeren Hall. Auch direkt im Kanalzug hier. You belong to me and I belong, I belong, I belong to you and you are what you gotta be. And that's enough, and that's enough, and that's enough for me. Um ihn mehr in die Tiefe zu bringen gleich im Mix. Jetzt wird's nochmal spannend, denn ich habe ein Pedalboard von der Gitarre auf den Gesang angewendet. In diesem Pedalboard habe ich einen Octaver verwendet, das heißt, ich kann hier Oktaven dazu fahren, sogar zwei. You belong to me and I belong, I belong,
I belong to you and you are what you gotta be. And that's enough, and that's enough, and that's enough for me. Okay, also die zweite Oktave hier, die ist dann nochmal eine Oktave tiefer. Das ist, passt sehr gut zur Distortion meistens. Und hier habe ich nochmal Grid, das ist auch nochmal Distortion, um ihn jetzt nochmal richtig komplett, um ihm den Rest zu geben sozusagen. Okay, schalte ich auch nochmal zu. You belong to me and I belong, I belong, I belong to you and you are what you gotta be. And that's enough, and that's enough, and that's enough for me. Das habe ich jetzt angelegt als Aux-Channel, weil da will ich ein bisschen mehr Kontrolle haben, weil diese Tretminen hier, diese Gitarrentretminen, kommen doch sehr krass auf den Gesang. Im Intro hast du diese Vocal-Chain jetzt auf einem Gitarrenriff gehört und jetzt zeige ich dir das mal auf einer moderneren Musikproduktion, zum Beispiel EDM oder House, da funktioniert es nämlich auch super. You belong to me and I belong, I belong, I belong to you and you are what you gotta be. That's enough, that's enough, that's enough for me. You belong to me and I belong, I belong, I belong to you and you are what you gotta be. That's enough, that's enough, that's enough for me. Wenn du dich fürs Vocal Mixing interessierst, aber Probleme hast, den Equalizer für deine Vocals optimal einzustellen, dann empfehle ich dir mein PDF Vocal EQ. Das habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Da zeige ich dir, wie du den EQ für deine Vocals in 5 Schritten perfekt einstellen kannst. Ansonsten, wie hat dir dieser auffällige Distortion-Vocal-Effekt jetzt gefallen? Schreib es mir mal unten in die Kommentare. Ist das zu auffällig? Ist das zu krass? Oder passt das genau in so eine moderne Produktion? Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Bis dann.